Servus Leute, willkommen zu Open Beta vom EDS 2. Wir sind jetzt bei 1.30 und wie ihr seht, die neuen Scania sind da. Juhu! Ein paar kleine Macken sind noch vorhanden. So kleine Blasthalter, das sei doch als gleich, wenn es mit euch den Scania Teste und das Wikimedia Smash im Händler. Das funktioniert schon sehr, sehr gut vom Fahren. Also bin erstaunt, was leider noch nicht geht. Zumindest am S. Die Tuning-Teile funktionieren nicht. So, das ist der Grundstück vom Scania R. So, sehen sehr, sehr nice aus. So, so wie das ist. Wir haben zwei Caps. Also zwei Caps. Das Dach wird höher. So haben wir es besser ausgedrückt. Dann viel, viel Fahrwerke und endlich haben sie auch ein längeres Fahrwerk drin. I like it. So diese Motor mäßig ist alles ja beim Alten geblieben, von 370 bis 730 Pferde. Die Eigens haben es teilweise ein bisschen überarbeitet, sieht trotzdem sehr, sehr nice aus. Denn für Schwerlast, 6-Kernengetriebe, denke ich mal. Das wird jetzt abgeahnen, ob das für Schwerlast brauchbar ist. Wir nehmen auf jeden Fall mal dieses Jahr. Dann haben wir schon ohne Mod eine Hammer Großauswahl von Dashboards. Also, da bin ich dann im Gegensatz zum ersten, also dem Original Scania, der mit dem Spiel drin war, echt erstaunt und auch geflasht, würde ich, hätte ich fast gesagt. Aber es ist best. Es ist best. Auch dieser Hölz. Version, sag ich mal jetzt, die das Holz nur so ein paar Details angedeutet, Applikationen, das reicht mir. Also so viel Holz muss nicht sein. Finde ich zumindest. So. Alles ist dabei, also die ganzen Spezialsachen funktionieren, also die Lackierungen sehen sogar fast besser aus wie beim alten Scania. Es kann aber auch nur Einbildung sein, meinerseits. Und jetzt kommt der Hammer. Endlich habt ihr hingekriegt, dass man früher nur als Mod hatte. Diese Seitenteile, das hätten sie dann beim alten Scania einbauen können. Das wäre bestimmt gegangen, wenn es überzeugt. Das hätte den alten Scania auch
echt nog aufgewertet. Aber das ging leider wohl nicht. Naja. Wie auch bei den ganzen Mods. Von diesen Radgassenschutz. Das glaubt nicht nur das. Der Krummen. Dann kann man die Auspuffanlage schön verändern. Und diesmal auch so, wie man es mag. Man kann sich dann wirklich entscheiden mit einer Aussparung von Auspuff. Da kann man halt diese Lüftleiste dran machen, wenn man den Auspuff seitlich rausführt. Aber das passt schon. Also ich bin damit schon happy, dass das überhaupt geht. Beim Dreiechser. Und wie ihr gesehen habt, wo war es genau, wie ihr gesehen habt, ist auch natürlich, da müsst ihr nur noch mit dem alten Scania vorlieb nehmen, was auch nicht schlimm ist, finde ich sagen. Finde ich sogar gut, dass sie die alte Kiste drin gelassen haben. Also von der alles gut, nach meiner Meinung. Was mir auch aufgefallen ist, dass man noch nicht Dachträger für die Lampen anbringen kann. Das geht irgendwie noch nicht. Also das kann man mit lieben Menschen wieder angebracht. Aber nun ja, das sind nach meiner Meinung kleines Gehen. Vielleicht kommt das ja noch in der fertigen. Entschuldigung, in der fertigen Version. Da bin ich dann mal gespannt, wenn die oben Beta-Version fertig ist. Ich denke mal, die haben auch irgendwie die Karte ein bisschen verändert. Man hat jetzt auch im erkundeten Bereich immer noch ein paar Sachen, die jetzt wieder grau sind. Das ist mir als erstes aufgefallen. Also müssen sie, glaube ich, irgendwas am Maßstab geändert haben. Aber das Reben, das sie scheint komplett zu funktionieren. Und was auch ganz nice ist, dass man hier hinten auch den Rahmen lackieren kann. Der Einbaupunkt ist irgendwie. Naja, man kann diese Dinger wegmachen und sowas reinmachen lassen, was anlassen. Also da kommt bestimmt noch im späteren Spiel, denke ich mal, noch mehr dazu. Das ist bisschen schade, finde, dass man
diesen Rahmen hier mit auch noch lackieren kann. Und hier seht ihr, das ist so eine, ein Panel. Da ist es eigentlich noch als Platzhalter. Das sieht aber echt nice aus. Diesen Spiegel brauche ich nicht. Den kann man Gott sei Dank wieder wegmachen. Die Flecken funktionieren auch. Wer hätte gedacht? Ich bin jetzt mal ein bisschen gefahren. Sehr, sehr gut. Und das, also für die Beta-Version ist mir nichts Gravierendes aufgefallen, wo du es gesagt hast. Oh mein Gott. Auf jeden Fall kann man die Rundumleuchten draufpacken. Die lasse ich jetzt aber mal weg, weil ich finde es einfach bockhässlich. Und hier wird auch bald, denke ich mal, noch auch noch lackiert und so kommen. Also, ich denke mal, da ist noch nicht alles fertig. Genau wie hier. Da kann man den Scania-Schriftzug wegmachen. Sieht aber dumm aus. Da bleibt mir einen dran. Dann wie auch bei vielen Mods kann man diese Kühlermaske noch ändern. Ah, hier kann man sogar diese Frontmaske ändern. Da ging beim S, glaube ich, nicht. Vielleicht habe ich auch einen Punkt übersehen. Wenn ja, nehme ich alles zurück. Und ja auch schon wieder. Das finde ich persönlich echt gut. Hier kann man halt auch aussehen. Keine Leuchten und so weiter. Das war's von außen. Also, der Dunenberg scheint wirklich nicht dabei zu sein, was nach meiner Meinung auch Zeit hat. Wir haben jetzt erstmal die neuen Scanias und das ist doch erst auch so was. Glückwunsch, SCS, dass ihr zumindest auf diese Lösung eingelassen habt. Und ich bin damit völlig zufrieden. Also, innen gehen auch alle in die Gardinen, die ich persönlich auch bockhässlich finde. Die kann man reinsetzen. Finde ich aber auch nicht so nice. Was ich persönlich noch gerne gehabt hätte, ist, wenn man schon so viel auswählen kann, beleuchtet dann so schön. Ich hab's mal reingebaut, dann
Es vielleicht auch mal noch schön gewesen, dass man im Innenraum vielleicht andere Farben von den Seitenbegleitungen noch auswählen kann. Muss ja nicht viel sein. Für den Anfang vielleicht dieses Beige, dann vielleicht Schwarz, wenn man will, oder so eine Art Rot oder so. Egal was, aber wenn man was auswählen kann. Das finde ich auch ein nettes Gimmick, die Beleuchtung. Da bin ich mal gespannt, wie es in der Nacht aussieht. Und die Lenkräder sind auch immer Blätterteile, funktionieren aber. Also der Computer besetzt das Spiel, stürzt nicht ab. Diese Knöpfe gibt es leider auch noch nicht. Ich habe die nie benutzt. Aber es gibt bestimmt Leute, die das kennen, genutzt haben. So, dann werden wir mit dem Zusammenbauen mal fertig. Oh mein Gott, mal sehen, wo du bist. Na prima, da ist die Garage noch frei. So. Das hätte ich irgendwie auch anders machen können. Ich glaube, das ist der neue. Ja, das ist der neue. Bis jetzt, toi toi toi, funktionieren alle Mods. Aber denk mal, die Pro-Mods wird mit dem Patch nicht funktionieren. Denk ich mal. So, da von außen aus. Nein, 4 drücken. Einfach uns leisten noch. Und wir haben auch einmal Ursachen geändert. Aber weil ich das schade finde, wenn man die Beleuchtung so unten auch nicht anschauen kann, dann finde ich ein bisschen schade. Aber der Rest ist dann bald schon. Und jetzt testen wir mal den Sound. Ich bin mal nicht schlecht. Ich bin mal anders wieder als die Scania. Ups, ich hab den Nebenbier vergessen. Das macht ja nichts. Das Testbot, der Bordcomputer funktioniert auch sehr gut. Das ist persönlich sehr geil, finde diese Digitalanzeige vom Daro nach dem Daro drin. Ich finde es einfach Hammer. Wie das funktioniert, habe ich noch nicht rausbekommen. Aber das wird es in der nächsten Zeit bestimmt ergeben. Dann würde ich sagen, ich suche meinen
net een klein opdracht. En dan vragen we maar een kleine ronde te proberen. Das Lenkrad finde ich auch schon sehr gut gelungen. Also die Probleme mit dem dummen Teil müssen wohl massiver gewesen sein, dass sie jetzt so reingebracht haben ins Spiel. Ist ja auch okay. Also für mich auf jeden Fall okay. Ach, was mir eben auch noch aufgefallen ist, der Schaden, wenn man einen Schaden bekommt, der wird getrennt angezeigt. Wenn du einen Schaden in der Zugmaschine bekommst, dann wird es angezeigt. Ich habe eben jemanden mit Anhänger gerammt, aus Versehen. Dann kam die Meldung, Schaden, Auflieger. Das finde ich natürlich nice. Wenn ich spiele und mir Bastian schaden ist, lade ich neu. Und jetzt kann man sagen, okay, Suchmaschinen werden schaden. Das Best. Dann muss man nicht den Stand neu laden. Und da kann man dann weiterfahren. Das finde ich persönlich auch ein nettes Gimmick. Hätten sie dann viel früher machen können. So. Sehr gut. Sehr gut. Den da. Und ihr seht ja auch auf einem guten Weise, dass da irgendwie ein Maßstab ein bisschen was verändert wurde. Mir fällt auf, dass man diese Position ändern sollte, in der Standardposition sieht man im Spiegel nichts, oder wenig, sagen wir so. Verschätzen jetzt langsam mir völlig ausreisen. Also Müller. Entschuldigung, da bin ich irgendwie ein bisschen müde. Und ich hoffe, dass er tun best. Ich musste leider ein Update für mein Programm machen. Ich hoffe, die Einstellung passt. Ja, ich weiß. Ich hab nicht nach links und nach rechts geguckt. Aber ist jetzt erstmal egal. Ich finde auch den Innensound vom LKW sehr, sehr gut gelungen. Also, ein Loop dafür. Ein SCS. Was mir noch fehlt, ist, dass man im guten Wetter, im Dashboard, die Kilometeranzahl erkennt, wie weit es noch fahren muss, weil darauf kommt es mir eigentlich auch an,
Dat is best wel veel kilometers. Dat zijn dat. Wenn man in die Geschwindigkeitssachen rein implementieren kann, dann kann man bestimmt auch noch die Kilometer einfügen. Oder das wäre Übersittendorfen geil. Also die Straßen, also die Beschriftung ein bisschen geändert. Ich weiß es auch derzeit nicht. Ob das was am GmbH geändert hat, also ob da noch irgendwelche Funktionen dazugekommen ist, das habe ich jetzt erstmal nicht gesetzt. Deshalb erstmal wissen wollen, wie für das neue Scania. Das sei jetzt mein Hauptanliegen für das Video. Also er lenkt und bremst und blinkt. Alles super. Also sehr, sehr gut umgesetzt. Etwas zu groß jetzt auch mal zu zeigen, was ich mit den Schadendings gemeint habe. Alter Scheiße, Dreck. Ja. Und das mit neuen LKW. Toll. Aber man sieht zumindest, dass der Postcomputer die Kontrolllampen angehen. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen Schaden einander provozieren können. Habt ihr da gesehen? Das finde ich alles sehr, sehr praktisch. Ich glaube, es schafft die Burg gar nicht. Ich glaube, wenn ihr da meine komplette Tour sehen wollt, schreibt mir einfach an den Kommis. Und mit dir halt. Es ist gerade ein bisschen dunkel, dann schauen wir doch einfach mal, wie diese Boden, ob man erkennt, dass da im Boden so leuchtet. Da kann man bei der Gelegenheit auch gleich mal die, deshalb gehört die Raststätten dann umgebaut werden. Ja, ja, die sehen anders aus. Schön. Sehr schön. Zimmer, wenn du weit gefahren. Das finde ich auch sehr nice. Im Unterboden ist nicht nichts, aber hier das leuchtet also gut. Ich muss auch leider die ganzen Änderungen noch gar keine machen bei dem Spiel mit der Flycam. Da kann man auch
Sobald er die Konsole öffnen will, stürzt mir das Spiel ab. Das ist lustig, lustig und sexy. Also. Mit diesen Worten würde ich sagen, wir machen jetzt mal vom Acker. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir auch gerne einen Daumen nach oben lassen. Und eventuell ein Abo. Und es werden jetzt wieder mehr Videos von mir kommen. Ich habe ja mit dem Pause gemacht. Also in dem Sinne sage ich auf Wiederschuss auf diesem Kanal. Ciao!